Zoo. Schon mal gesagt, dass ich Gras und Erde und so hasse. Warum baut ihr sowas hier ein? Leute, überlegt doch mal ein bisschen. Das macht man nicht. Und wenn ihr noch so Zwischenwege macht, wo man erstmal wieder holpert. Ziel. Eieiei. Und jetzt kommt die Multilap, oh Gott, Strecke mit Looping. Und Mond. Vollmond. Endlich mal die erste Multilap-Strecke ohne magnetischen Strecken. Sieht so aus. Dafür falle ich aus dem Looping. Fast. Und es sind nur zwei. Es sind nur zwei Runden. Dafür ist die Runde ganz schön lang. Ah, jetzt ist sie vorbei. Gut. Ich glaube, bei der ersten habe ich ein bisschen gestruggelt. Wow. Weiter geht's. Ich sehe schon wieder so eine Links-Rechts-Abbiegung, wo man langfahren kann. In die eine Seite oder in die andere. Ziel. Mit Wende, damit man mich auch von vorne wieder sieht. So. Nächste Strecke. Oh Gott. Einfach mal drüber springen und dann gleich wieder eine Kurve nach rechts. Ist klar.
interessant, dass man bei Wasser so abprallt. Krass. Okay, was ist das jetzt? Machen wir jetzt auf Glasteile oder was? Ich glaube, ich habe mich verfahren. Ja, ich habe mich definitiv verfahren. Wow. Erstmal hängen bleiben ist auch gut. Warum hat es gerade so geplatscht? Ich bin auch nirgends ins Wasser gefallen. Wow. Ich muss da, glaube ich, um die Kurve, nicht über die Treppen, Menschenskinder. Ich muss also nach links. Wow. Ich falle aber auch in jedes Loch gerade rein. That's what she said. Hier lang muss ich. Genau, sag ich doch. Und selbst dann ist die Strecke noch nicht vorbei. Wollt ihr mich veräppeln?
Das. Wie soll denn das was werden? Jetzt ist Ziel. Also bitte. Also ich wollte jetzt einfach nur ins Ziel kommen, aber das ist einfach. Ich mache die nächste erstmal. Ich mache erstmal die nächste. Stab. Okay. Lull. Ja, schlimmer geht immer, ne? Guckt euch das jetzt mal an. Oh Gott. What that? Multilab, ja. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Drei Runden. Das jetzt. Sorry, aber das mein Brain. Das geht doch aufs Köpfchen hier gerade. Da merkt man übrigens mal wieder diesen Realismusfaktor, den Trickmania hat, ne? Super realistisch. Nicht. Hoppala. Und bei drei Runden, da kriegt man ja. Eieiei, da kriegt man ja was. Im Kopf. Da kriegt man Albträume auch noch von. Und nochmal. Yay. Hoppala. Solange ich nicht von der Strecke fliege, ist alles okay. Ja. Eine habe ich nicht geschafft. Das war die hier. Dann machen wir nochmal. Wir machen es nochmal. Wenigstens eine Medaille wäre gut.
Wenn nicht, dann halt nicht. Kann ich auch mitleben. Aber ich glaube, das hat jetzt für was gereicht. Ja, ja. Sogar für Silber. Das ist gut. Eieiei. Oh Gott. Ja, die C-Strecken. Das ist... das ist immer so ein bisschen der Krampf gerade. Weil wir Silber schaffen müssen. Ich werde sicherlich noch mal irgendwann später zu Trackmania zurückkehren. Vielleicht gibt es auch mal einen neuen Teil, der sich hier so ein bisschen einschmiegt. Vielleicht eine neue Umgebung, vielleicht generell was Neues, das weiß man ja nicht. Und dann haben wir ja alles mal hier von Mania Planet durch angeguckt. Alle Trackmania-Teile plus... ja, Shootmania war nur eine kurze Geschichte, weil es ist ja tot. Strand rumfahren ist zwar ganz gut. Aber ins Ziel kommen wäre noch besser. Ja. Wir machen erstmal jede Strecke durch. Ja, wir müssen uns ja dann hier noch auf Silber hoch verbessern. Damit wir weiterkommen. Weil sonst hängen wir fest und dann haben wir's. Haben wir den Salat, ne? Ihr kennt das ja. Jetzt weiß ich, warum hier Holz bei ist. Um sowas Schönes doch noch darzustellen, ne? Dass man da einfach mal so an den Bars vorbeifährt und halt die Stühle und Tische mitnimmt, wenn da welche stehen würden. Ja. Also man will ja so ein bisschen Strandfeeling mit einbauen. Was ich ja verstehen kann. Soll ja auch bei Lagoon so sein. Trotzdem verstehe ich nicht so ganz die Magnetteile denn. Die es gibt. Bin ich hinten noch rein ins Ziel gefahren.